Herzlich willkommen hier beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer. Ich freue mich ganz besonders auf einen Special Guest, nämlich Sascha. Und Sascha ist der Veranstalter der Swiss Bitcoin Konferenz. Die hat jetzt von Donnerstag bis Sonntag, also lass mich noch mal kurz ins Datum gucken. 25. bis 28. Genau, April. Donnerstag, 25. bis 28. April stattgefunden. Donnerstag ging's los. Sonntag haben wir um 18 Uhr Schluss gemacht. Ja, war eine mega spannende Bitcoin-Konferenz. Ich habe hier das Programmheft vor mir liegen. Ich kann unmöglich alle Speaker aufzählen, deswegen packe ich mal gerade die Keynote-Speakers aus, damit der Zuschauer hier weiß, was einen alles erwartet, wer da war. Rahim Tagizadegan, Marc Friedrich, Sunny Decree, Professor Dr. Gunter Schnabel, Joe Martin, Lawrence Barr, also der Ersteller von Shop in Bit, Marc Gillard, also von Bitcoin Hotel Prinzess Plochingen und unglaublich viele andere Leute waren dabei. Es waren gigantische 4 Tage. Ja, es war die 2. Konferenz im Allgemeinen. Erstmal herzlich willkommen, Sascha. Und vielleicht magst du erstmal selber über deine Eindrücke erzählen, was alles passiert ist, wie es gelaufen ist und so weiter und so fort. Vielen Dank, Andreas, für die kurze Vorstellung und die Möglichkeit, dass ich auch bei dir hier mitsprechen kann. 4 Tage, du sagst es, wir haben am Donnerstag angefangen. Und jetzt ist schon alles vorbei. Ja, wir sind jetzt am Montagabend dran. Ich bin noch nicht ganz ausgeschlafen, aber ich habe gesagt, ich nehme mir die Zeit und versuche bei dir noch gegen Abend hier auf dem Kanal noch darüber zu berichten. Am Donnerstag und Freitag hatten wir die Industry Days, bei denen wir Bitcoin-Projekte versucht haben zu lancieren oder mit den Personen, die sich selbstständig machen wollten, die eine Möglichkeit geben wollten, übers Networking vielleicht die passenden Partner zu finden, mit denen man ein Business aufbauen kann. Ich war sehr froh, dass wir, ich glaube, 6 oder 7 Projekte vorstellen konnten, die dann wirklich an der Konferenz erarbeitet worden sind. Es gab hin und wieder, glaube ich, auch ein paar Leute, die schon ein Startup gegründet haben und hier auch Connections aufbauen wollten. Aber auch die haben wir natürlich zugelassen und haben hoffentlich auch davon profitiert, dass sie hier bei uns auf der Konferenz waren. Und dann ging es weiter natürlich am Freitag und Samstag mit unserem Programm. Am Freitagabend ging es schon los. Wir wurden buchstäblich überrannt. Ich war sehr überrascht, dass wir es doch geschafft haben, unsere Besucherzahlen zu verdoppeln, ja. Das heißt, vom letzten Jahr fast 220 Besucher, die bei uns mit dabei waren, jetzt auch über 400, also mit den Speakern zusammen. Wir haben übrigens fast 60 Speaker dabei gehabt, waren wir über 500 Personen insgesamt, die an der Konferenz teilgenommen haben. Zusätzlich hatten wir noch am Sonntag den freien Eintritt und das hat mich auch überrascht. Auch da hat sich der Raum schon ganz gut gefüllt. Ich schätze mal, dass wir da zusätzlich nochmal 300 Personen hatten, die kein Ticket gekauft haben. Also für die 4 Tage Programm bin ich sehr, sehr froh, dass wir so viele Leute mit Bitcoin erreicht haben und sie über Bitcoin auch ein bisschen informieren konnten. Das mit dem freien Ticket am Sonntag, das fand ich auch besonders lustig. Da kamen tatsächlich auch nochmal einige andere Leute, die ich kannte. Und ich habe mich unter anderem mit einem Pärchen unterhalten. Er war 88, seine Frau ein bisschen jünger. Sie haben sich einfach über Bitcoin interessiert, sind zur Veranstaltung gekommen und die haben super Antworten bekommen. Die haben einfach mit uns am Tisch gesessen, die haben ein paar Fragen gestellt, dann haben sie quasi die Blockchain erklärt bekommen. Ich finde das so großartig. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. So, jeder ist da Experte in seinem Gebiet auf irgendeiner anderen Sache und alle Leute verbindet mal mehr, mal weniger. Also Bitcoin verbindet halt alle Leute miteinander. Also die einen interessieren sich dafür die technischen Aspekte, die nächsten wiederum für, weiß ich nicht, Numbers go up und ein bisschen für Trading und wieder der andere interessiert sich für Ökonomie. Da ist ja Rahim Tagizadegan der Vollexperte für. Oder Gunter Schnabel auch, der hat, also es war ein buntes Gemisch für alle, für jeden war was dabei. Es hat mega Spaß gemacht. Was war für dich so ein bisschen
sag ich mal, das Highlight oder worüber hast du dich besonders gefreut, dass jemand extra gekommen ist? Ich weiß, bei der ersten Konferenz, die war dann letzt, also du hast gesagt, glaube ich, immer am letzten Wochenende im April wird die Swiss Bitcoin Konferenz stattfinden. Das war dann auch bei der ersten schon so. Bei der ersten war ich jetzt noch nicht da. Du hast jetzt schon gesagt, wie die Zuschauerzahlen sich gesteigert haben. Ich weiß nicht, wie es vom Line-up her war. Ist da noch mal was auf für dich zusätzlich dazugekommen, wo du dich besonders drüber gefreut hast? Ja, ich habe mich sehr drüber gefreut, dass ich einige Speaker noch gewinnen konnte für die zweite Konferenz. Also ganz speziell, ich habe den Lucius Meister von der Bitcoin Swiss für die Konferenz begeistern können. Das war für mich schon ein kleines Highlight. Jemand, sehr bekannt ist natürlich hier an der Schweiz, für die Konferenz zu begeistern. Und dann hatten wir natürlich mit Herrn Professor Dr. Schnabel die Möglichkeit, jetzt auch ein bisschen stärker auf die Hochschulen mit drauf zu gehen und jemanden sehr, sehr Bekanntes natürlich aus dem Wirtschaftsbereich hier bei uns mit dabei zu haben. Da hatte ich Glück, dass er gerade das Buch geschrieben hat und dass wir mit ihm natürlich hier auch andere Personen zur Konferenz locken konnten. Alle Speaker, die wir letztes Jahr dabei hatten, hatte ich bis auf den Roman, waren alle wieder da. Das heißt, bei allen ist die Konferenz ganz gut angekommen. Ich denke, dass Roman auch gekommen wäre, aber ich weiß es nicht. Er war, glaube ich, auf der Invest. Und bis auf ihn hat es wirklich jeden Speaker wieder zu uns nach Kreuzlingen gelockt. Das heißt für mich, dass es den meisten dann, also dass das dann Spaß gemacht hat, hier bei der ersten Konferenz dabei zu sein. Und ich habe mich gefreut, auf alle wieder aufbauen zu können und wieder noch zusätzliche Speaker dazu zu holen. Also wirklich, das hat sich sehr, sehr gesteigert. Ich hatte im Programm vorher noch ein bisschen mehr Pausen eingeplant, aber nachdem sich mehr und mehr Speaker bei mir gemeldet haben, wie zum Beispiel auch der Sebastian, der Pascal, dann musste ich schauen, dass ich das Programm so aufbaue, dass ich denen auch ein bisschen Sprechzeit geben kann. Und so ist dann das gesamte Programm entstanden mit sehr vielen Inhalten, Workshops. Am Sonntag haben wir noch die Autoren mit dabei gehabt von Joe Martin über alle, die ein Buch geschrieben haben. Wie auch natürlich neu dazu der Werner von Wiser mit seiner schönen, tollen App für Bitcoin Learning und Gamification. Also ist alles wirklich super gut aufgegangen. Jeder, der sich bei mir gemeldet hat, wenn ich ihn dann gefragt habe, ja, würdest du auch mit auf dem Panel draufkommen und was zu deinen Projekten erzählen, dann war er wirklich happy und ist sofort mit aufgesprungen und bei uns mit auf der Konferenz dabei gewesen. Mhm. Ich sag mal, meine speziellen Highlights und dann würde ich dich fragen, ob für dich vielleicht auch, aber ich meine, es fällt natürlich immer schwer, sich für was jetzt zu entscheiden. Damit diskriminiert man ja automatisch alle anderen. Aber ich sag mal, als Speaker fand ich einen, der mir am besten gefallen hat, der Nico Jilsch. Der hat eine richtig geile Show abgeliefert, hat super Stimmung gemacht, hat mega Spaß gemacht, ihm in seinem alleinigen Vortrag zu lauschen. Hat da schöne Zeitungsartikel rausgegraben hier über, wie 2011 schon der Crash von Bitcoin prognostiziert wurde in den öffentlichen Medien. Und da ist ja Bitcoin tatsächlich von 29 auf 15 Dollar runtergegangen. Ja, danach war natürlich das Aus für Bitcoin, wie wir heute alle wissen. Hat eine großartige Show abgeliefert. Und bei den Panel-Diskussionen fand ich ganz besonders spannend, was dann auch noch, glaube ich, Marc Friedrich moderiert hat, was, glaube ich, gar nicht ursprünglich so geplant war, was irgendwie umgestellt wurde, mit zusammen mit Rahim Tagizadegan, Gunter Schnabel und Joe Martin. Auch ein richtig gutes Highlight, die über CBDCs und ob sie aufkommen, wann sie aufkommen und wie es genau geht, das Ganze aufgedröselt haben. Das war für mich auch so ein persönliches Highlight, weil Marc Friedrich erstmal ein paar Horrorszenarien dargestellt hat und gesagt hat, und so, ja, die kontrollieren absolut jeden Aspekt von unserem Leben und so weiter. Und dann gibt er als allererstes die Frage weiter an Joe Martin. Joe Martin war ja auch schon im Gespräch bei Mises Momente mit Johanna und Manuel, die ebenfalls da waren.
Und Joe Martin so, ja, alles das, was du jetzt als Horrorszenario beschrieben hast, muss ich ganz ehrlich gestehen, das sehe ich noch viel schlimmer. Und er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben. Ne? Er hat quasi das ist 2024, 24, die Fortsetzung der Dystopie von 1984 von George Orwell dort vorgestellt. Genau, das Buch konnte man dort auch erstehen und sich natürlich unterschreiben lassen. Ich mag generell immer so Veranstaltungen, wo die Leute noch vor Ort sind. Man kann mit ihnen ihre Bücher schreiben. Es wurde auch intensiv genutzt. Ne? Und ja, obwohl Gunter Schnabel, und der war ja, das war natürlich vor Bitcoin, das hat er später auch nochmal erwähnt. Er war bis 2005 bei der EZB beschäftigt und deswegen konnte er jetzt bezüglich Bitcoin speziell nicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie bei seinen ehemaligen EZB-Kollegen die Stimmung bezüglich Bitcoin ist. Aber er hat die Frage gestellt bekommen und er konnte die schon relativ akkurat beantworten und er hat gesagt, bei CBDCs besteht nicht so, also es ist nicht seine persönliche Befürchtung, dass sie uns alle übernehmen werden, weil sie keine große Nachfrage haben. Ob man dem jetzt so zustimmt, sei mal alles dahingestellt, aber ich fand seine Perspektive besonders interessant und deswegen fand ich diese Panel-Diskussion wirklich, ja, wirklich spannend. Also Joe Martin hat das aus einer absolut dystopischen Perspektive beschrieben. Mark Friedrich, auch absolut nicht begeistert, aber das weiß ja jeder, der ihn auf seinem Channel verfolgt. Und Günther Schnabel hat, denke ich, einigermaßen realistisch eingeordnet und Rahim Tagezadegan hat so ein bisschen diese Perspektive eingenommen. Ich versuche zu widersprechen, einfach um Teufelsadvokat zu spielen. Das hat ganz gut zusammengepasst. Ich fand das ein großartiges Spiel. Deswegen, diese beiden Vorträge waren für mich, und mit Nico Jilsch habe ich mich später auch gut unterhalten. Er war ein generell großartiger Journalist. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Das waren so für mich meine Highlights, wenn ich jetzt auswählen muss aus diesem gewaltigen Programm, wer mir besonders gefallen hat. Wie ist es bei dir? Du kamst ja wahrscheinlich auch als Veranstalter nicht dazu, alles Mögliche dir anzuhören. Aber vielleicht ja das eine oder andere. Sag mal gerne aus deinem persönlichen Geschmack, was dir gut gefällt. Ich wäre sehr gerne noch bei einem Politik-Panel bei uns am Samstagabend stärker mit dabei gewesen, aber ich konnte wie letztes Jahr nicht gerade das Ganze moderieren und ein bisschen vorwärts treiben. Da bin ich gespannt, was politisch hier bei uns in der Schweiz gerade aktuell ist. Beispielsweise mit der Volksinitiative, die gestartet werden sollte. Wir hatten damals in der letztes Jahr bei der Konferenz schon einige Themen, die wir damals besprochen haben. Und ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass einer aus der Westschweiz jetzt mit einer Initiative hier startet. Und wir wussten noch gar nichts davon. Wir haben zuerst uns überlegt, wenn was Bitcoin-spezifisch nicht in die richtige Richtung gehen sollte in der Schweiz, dass wir erst dann aktiv werden und uns vorher vielleicht noch organisieren über den Verein, über Kontakte, Networking, dass wir schauen, dass wir dann halt schnell agieren können. Denn der Prozess dauert schon sehr, sehr lange. Wenn man mit einer Initiative startet, braucht man innerhalb von 1,5 Jahren die 100.000 Stimmen. Und dann geht's weiter mit dem Parlament, mit der Klarstellung, was genau ist es, mit der Bildung der Parteien, die sich dann entscheiden, pro oder contra zu gehen. Und bis dann wirklich die Entscheidung fällt, dauert es wirklich sehr, sehr lange. Aber wir haben uns damals letztes Jahr doch anders entschieden. Wir sind verschiedene Punkte durchgegangen, von Legal Tender über Gold und Bitcoin, was jetzt gerade thematisiert ist, dann Steuern zahlen in Bitcoin und. Also da gab es einige Diskussionen in dem größeren Workshop, der fast 2 Stunden gegangen ist. Von dem wissen die meisten nichts, weil ich habe das nicht öffentlich gemacht und ich nicht auf unseren YouTube-Channel gestellt. Aber wir haben uns damit schon sehr, sehr intensiv beschäftigt und vor einer Woche kam dann der Bericht in der NZZ über die Volksinitiative Bitcoin. Ich hoffe, dass das positiv jetzt in der Schweiz aufgenommen wird und nicht in die falsche Richtung geht. Mal sehen, inwieweit das alles noch hier getrieben wird. Jeder in der Schweiz kann eine Initiative starten. Es ist, weißt du, gang und gäbe, aber bei größeren Geschichten muss man natürlich die Community dahinter haben und mit der
das Ganze hier pushen. Mal sehen, wer da noch alles mitmachen wird. Wenn die Entscheidung positiv ausfallen sollte, ist es natürlich für uns hier in der Schweiz noch ein Grund mehr, hier mit Bitcoin gefestigt zu sein. Und wenn das Wort Bitcoin in der Verfassung drin steht, ist es einfach nur noch ein Plus. Also von der Seite sehen wir es auch positiv. Und wir schauen mal, inwieweit wir dann die Mache da noch unterstützen könnten. Einerseits mit der Konferenz und zweitens auch mit dem Netzwerk und den Personen, die wir dahinter stehen haben. Also das hätte mich jetzt sehr stark interessiert. Ich war leider, ich konnte mir keins von den Panels ganz anhören. Ich konnte immer so um 5 Minuten mal kurz reinschauen und ich habe versucht, gegen Ende noch mit da zu sein, um mich bei den Panel-Teilnehmern noch zu bedanken und sie zu empfangen und nochmal kurz zu sprechen. Aber das hätte ich sehr, sehr gerne noch mitbeobachtet. Ich freue mich auf die Videos, weil wir haben ja jedes Panel, jeden Vortrag aufgezeichnet. Wir schauen, dass wir sie zeitnah jetzt auf YouTube bringen. Letztes Jahr hat es nicht ganz gut geklappt. Doch jetzt habe ich doch ein besseres Team aufgestellt, mit dem wir, ich hoffe, fast wöchentlich dann die neuen Beiträge dann auf YouTube stellen können. Und was war noch ein schönes Panel? Ich durfte auch einmal auf die Bühne. Der Thorsten hat mich gebeten, mit auf die Bühne zu kommen, als wir das Thema Bitcoin to the Moon besprochen haben. Vielleicht hast du es noch mitbekommen. Ja, doch, da war ich dabei. Ja, klar, natürlich. Ihr habt eine Aktion, aber erzähl das ruhig selber. Ja, von der Aktion wusste ich schon vorher. Deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht. Aber erzähl doch mal, was für eine Aktion hier Bitcoin to the Moon ist. Also, ich habe Thorsten gefunden als Dokumentarfilmer. Der hat ja schon vor 10 Jahren eine Bitcoin-Dokumentation gemacht, wie auch vor 5 Jahren. Die zweite ist auf Cryptopia. Die zweite heißt Cryptopia und ist auf Netflix zu sehen. Und die dritte, die er jetzt macht, ging über die industrielle Raumfahrt. Und mehr aus dem Spaß heraus habe ich mir überlegt, was könnten wir da vielleicht mit Bitcoin in Verbindung bringen. Als er mir erzählt hat, dass er DNA zum Mond schickt, dann habe ich mir gedacht, ja komm, machen wir doch ab den Spruch wirklich wahr und sagen Bitcoin zu dem Mond. Und dann war die Frage, wie können wir das machen? Können wir einen Node hochsticken? Sollten wir vielleicht eine Hardware-Wallet mit einem Bitcoin hochschicken, genau, ne? Weil wenn dann alles knapper ist und wenn der Bitcoin-Preis immer steigt, vielleicht baut sich irgendjemand eine private Raumfähre und fliegt zum Mond, nur um den einen Bitcoin abzuholen oder so. Ganz das genau, war eure Idee? Genau, also ich habe Thorsten gefragt, was wäre möglich und so. Wie viel Speicher oder welche Möglichkeiten ergeben sich da? Aber es ist natürlich alles, was sehr schwer ist. Wir haben ja nur, ich glaube, 3,5 Zentimeter Kapsel, die ein kleines Gewicht hat, die zum Mond geschickt wird. Und dort können wir nur Datenspeicher hochschicken, ja. Und Datenspeicher in Form habe ich mir dann überlegt, okay, das Einzige, was wir dann draufkriegen könnten, wäre das White Paper. Ja, das White Paper und dann in Verbindung noch mit Bildern und Texten von möglichen Sponsoren habe ich mir gedacht, das könnten wir vielleicht ein bisschen vermarkten und einen Sponsor noch gewinnen für das Thema. Habe ich nicht geschafft, aber vielleicht nächstes Jahr. Weil es werden ständig Raketen jetzt auf den Mond geschickt oder auch zum Mars, ist auch ein schönes Projekt. Und dadurch, dass wir schon die Connections haben, können wir jetzt den Firmen das trotzdem offerieren. Vielleicht haben sie es jetzt mitbekommen über die Konferenz. Und dann hoffe ich mir, dass wir das noch dafür nutzen können. Aber es war wirklich so, wir haben uns hier ein bisschen unterhalten, er hat geschaut, was möglich ist. Und dann wird diese Rakete Oktober dann auch wirklich starten. Ich hoffe, dass sie es auch schafft, die Kapsel dann auf den Mond zu bringen. Weiß ja, dass das sehr schwierig ist und dass es nicht ganz immer gelingt. Aber ich bin schon happy, dass es dann auf dem Weg zum Mond ist. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich habe mich bisher noch nicht so sehr mit Raumfahrt beschäftigt, aber als ich von dem Projekt unterhalten habe, habe ich nur gedacht, naja, wenn die Erde im Atomkrieg versinkt, dann ist zumindest auf dem Mond die
Information, wie man ein dezentralisiertes Geldsystem regelt, als Information selbst gesichert. War nicht schon mal eine sehr großartige Idee. Jetzt hast du vorher noch einen anderen Punkt angesprochen für die, also die ganzen also alles wurde aufgezeichnet von jedem Speaker, von jedem Panel und so weiter. Und das ist besonders insofern wichtig, weil ihr hattet ja auch einen Ladies Space und da durften Männer ja gar nicht rein. Und den kriegen wir im Nachhinein auch noch alle zu sehen, was die, also da haben ja mehrere Speaker, die Mädels wollten einfach ein bisschen unter sich sein. Oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, frage ich mal lieber so. Ach, die Idee hatte ich schon letztes Jahr. Ich habe mit Rachel gesprochen von La Femme Orange. Mhm. Ob sie mir da behilflich ist und ob sie das okay findet. Sie war nicht so ganz begeistert von meiner Idee, nur die Ladies für sich drin zu haben. Sie möchte natürlich, dass auch das gemischt ist. Aber ich habe natürlich auf sie gehört und habe es dann bleiben lassen. Doch dieses Jahr ist natürlich auch Rachel mit Terahash an der Invest und da habe ich mir gesagt, nein, ich verwirkliche jetzt meine Idee und sage dann, mal, ich will den Ladies die Möglichkeit geben, sich von den technischen Wissen zu lösen und mit einem Programm von Frauen für Frauen doch mehr Frauen auch zu unserer Konferenz hier zu locken. Und das ist mir irgendwie gelungen. Ich bin selber überrascht, dass über 60 Frauen sich ein Ladies-Ticket gekauft haben und auch oben bei der Theresa, Sonja und Katharina, die das Programm aufbereitet haben und ganz toll alles geplant haben, wir verwirklichen konnten. Und da bin ich schon ein Stückchen stolz, dass das geklappt hat. Und ich möchte das auch weiter fördern. Ich habe wirklich mir überlegt, dass wir auch die Ladies auf die Hauptbühne nächstes Jahr irgendwie einbringen können. Denn im ersten Jahr habe ich es nicht mal geschafft, 4 Frauen für die Konferenz zu begeistern, die auf dem Panel oben sind. Jetzt weiß ich, dass sie alle da sind und dass sie jetzt mit dabei sind. Und das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch mit einplanen, sodass wir da auch mehr mitkriegen. Aber es war eine Frau auf der Hauptbühne, ne? Oder? Es war spät, es war gegen Sonntagabend, also mit anderen Worten, als es schon frei war, ne? Aber ich meine, finanzielle Unabhängigkeit oder so? Oder, ja, die Natalie hat einen Vortrag am Sonntag gehabt. Aber es geht ja um ein Panel, wo ich die ganze Bühne mit mehreren Frauen zusammenstellen würde. Ich sag's nur zum Verständnis. Nicht, dass wir uns hier grundsätzlich aufteilen würden oder sowas, sondern nee, es ist einfach nur die Möglichkeit, dass das nebeneinander besteht. Was ich ganz schön finde, weil, also ich meine, keine Ahnung, mir ist es ja egal, ob gemischt oder nur Männer oder nur Frauen oder was weiß ich was, aber ich wollte halt gern alles sehen. Und ich denke schon, dass ich, immer wenn du dich unsicher fühlst, ja, dann kriegst du halt deinen Private Space. Also warum nicht? Aber ich war ja schon neugierig, ne? Ich habe schon dem einen oder anderen Mädels, die da rumgelaufen sind, da mal gefragt, so, wie sieht's aus im Lady Space? Wie waren die Vorträge? Waren sie gut? Haben sie dich begeistert und so weiter? Und die meisten waren schon begeistert. Die meisten haben schon gesagt, das waren ziemlich coole Vorträge. Hat ihnen gefallen. Also wir hatten Lea, wir hatten Lisa, wir hatten Natalie, wir hatten wirklich tolle Educator bei uns, die hier mit am Start waren und ganz tolle Vorträge gehalten haben. Wir haben mit Theresa die Möglichkeit noch gehabt, das Ganze aufzunehmen und ich bin mir sicher, dass wir das auch bei uns auf dem YouTube-Channel aufbereiten können und zeigen können. Es ist natürlich nicht die große Bühne, aber trotzdem die Inhalte sind wichtig und die müssen wir auch hier weitergeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir Jungs auch daran interessiert sind, mal eine andere Perspektive kennenzulernen, mit der wir uns selber noch nicht hier vielleicht beschäftigen, vielleicht von der emotionalen Seite, von der Sicherheitsseite. Als Bitcoiner sagt man sich, ja, wir sind komplett sicher, aber man versteht vielleicht dann auch die Frauen, wenn sie mit ein bisschen Unsicherheit kommen und sich für das Thema dann oder uns für das Thema noch ein bisschen näher begeistern. Also da bin ich gespannt auf die Vorträge, so wie alle Jungs, die natürlich mit auf der Konferenz waren, die auch die Möglichkeit haben werden, sich die Vorträge dann noch anzuschauen. Mhm.
Was mich ja am meisten begeistert hat, sind generell einfach die Masse an Leute, die da kamen. Und ich kannte so viele Leute oder so. Ich meine, das ist ja nicht immer ganz einfach, ne? Da sind ja die Leute kennt man dann aus Twitter mit einem Profilbild und dann von Discord und dann von YouTube. Und vielleicht hat man mal von ein oder zwei in die Gesichter gesehen, aber die meisten sind ja irgendwie komplett anonym. Und dann laufen auch noch so Leute wie der Bitcoin-Joker tatsächlich immer noch mit Maske rum und so weiter. Also dadurch erkennt man sie vielleicht wieder besser. Aber es gibt ja auch Leute, die dann mich erkennen und auf einmal komme ich ins Gespräch mit lauter Bitcoinern, die ich normalerweise nur in meinem Twitter-Space habe. Deswegen habe ich mir auch nicht alle Vorträge oder Panel-Diskussionen angehört, sondern es hat einfach so viel Spaß gemacht, sich die ganze Zeit unter den Leuten zu befinden. Ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten, die ich vorher nie real getroffen habe. Und das weiß ich auch immer wieder, auch schon von Meetups zu schätzen, wenn Leute ihre Freunde aus der Normie Nicht-Bitcoin-Welt mitbringen und die kommen dann an und auf einmal steigt die Begeisterung selbst und sie merken doch, wie viel Spaß es doch im Rabbit Hole macht. Das ist bei mir immer so ein besonderes Highlight. Aber was soll ich schon dazu ausführen? Generell sind einfach unglaublich viele Leute da. Man kann sich in jedes Grüppchen irgendwie bewegen und erzählen, ja, ich mache dies und das und man unterhält sich mit jedem. Und das ist einfach, also das ist das, was für mich den Hauptaspekt ausgemacht hat. Aber natürlich höre ich mir auch immer wieder gerne Vorträge an. Und besonders gut unterhalten habe ich mich zum Beispiel auch mit dem Lawrence Barr von Shop in Bit. Und er hat immer wieder interessant aufgestellt. Es war für mich ein bisschen der Gegensatz zu Sunny Decree, ne? Weil Sunny Decree ist jemand, der auch auf der Bühne selbst gesagt hat, ich würde nie im Leben meine Bitcoin ausgeben. Das ist für mich so ein Standpunkt, der ist für mich etwas kontrovers. Habe ich auch schon mal mit Dennis von 21 hier im Ferngespräch drüber gequatscht. Das ist so, ich verstehe, dass du lieber das schlechte Geld ausgeben möchtest und das gute Geld behalten möchtest, aber wie sagt das White Paper selbst, was ihr zum Mond schicken will, a peer-to-peer cash system. Wenn du nur auf Number Goes Up achtest, ja, dann kannst du genauso gut jeden einzelnen Shitcoin damit vergleichen. Und Lawrence von Shop in Bit macht ja halt genau das Gegenteil. Er sagt nur so, nein, hier, direkte Zahlungen. Und hat er vorgestellt, ja, so bei uns werden der durchschnittliche Käufer von Shop in Bit, der kauft für über 1.000 Euro ein. Und das fand ich erstmal eine beeindruckende Hausnummer, ne? Da habe ich mir erstmal gedacht, ja, das sind Bitcoiner und die sagen sich, nee, wir wollen hier ein Peer-to-Peer-Cash-System. Wir wollen, dass tatsächlich Bitcoin den Euro ablöst. Und dieses Feuer, was die Bitcoiner haben, dieses sind so, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir werden eure Währung ablösen und wir brauchen Euros und den Fiat-Shitcoin nicht mehr. Und das ist etwas, das begeistert mich im Allgemeinen an der Bitcoin-Szene. Und das war so viel vorhanden auf dieser Konferenz. Also um Sunny noch ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich denke schon, dass auch er seine Bitcoins hier verkaufen wird. Also zu einem bestimmten Preis, wenn man nicht nur hodelt, sondern auch damit Transaktionen ausführt. Auch ich mache ein kleines Beispiel. Du willst etwas einkaufen und du siehst, du kriegst es 21% günstiger wie bei uns im Dezentralshop, wenn du es mit Bitcoin zahlst. Wo ist das Problem, jetzt schnell das Geld, das Fiat-Geld umzuwandeln und dafür Bitcoins zu kaufen und das dann für die Transaktion zu nutzen? Du profitierst ja nur davon, wenn du das schnell umwandelst und dann auch in Bitcoin zahlst. Also Sunny wird es genauso machen wie alle anderen, denke ich. Also bei uns auf der Konferenz, denke ich, Andreas, aber dass wir alle mehr oder weniger gezwungen haben, hier Transaktionen in Bitcoin auszuführen. Ich bin auf deiner Seite. Wir müssen schauen, dass wir auch die Transaktionen hier durchführen können. Mit Lightning ist diese Möglichkeit da. Wir brauchen nicht so lange zu warten auf die Bestätigung der einzelnen Transaktion. Mit Lightning ist die Zahlungsmöglichkeit da. Und wir haben mit Jimmy und vom Swiss Bitcoin Pay und mit Basti von Lipa ganz tolle Zahlungssysteme bei uns mit integriert. Ja. Ich erinnere mich an letztes Jahr, wo ich Lipa hier schon fast mit einem Prototyp bei uns auf die Konferenz gelockt habe, wo sie mit den Handhelds noch nicht so ganz weit waren, die Transaktion anzunehmen. Das hat dieses Jahr super funktioniert. Es gab keine Transaktion, die mit der Karte nicht bezahlt werden konnte. Am Anfang hatten wir noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil es neue Karten waren. Aber dadurch, dass wir auch den Jimmy als Softwareentwickler
von diesen Karten da haben, wurde der Bug innerhalb von einer halben Stunde gelöst. Ja, Ja, also das. habe ich bemerkt. Die Leute saßen Hast mit du ihren eine Karten dabei? da und die hatten ungefähr 10 Sekunden lang Probleme. Da kam jemand an, hat das Problem gelöst, ging alles fließend. Ich muss jetzt gestehen, es ist 2024. Das ist nicht grundsätzlich meine erste Veranstaltung in irgendwas, wo ich mit Bitcoin bezahlen kann. Also ich kenne das schon ein bisschen. Für viele war es bestimmt so. Viele Leute kaufen ja Bitcoin und fragen sich, ja, aber wo kann ich denn damit zahlen? So bei der Konferenz ist es schon normal. Aber wie gesagt, für mich war es jetzt nicht das erste Mal, dass ich irgendwo war, wo ich meine Getränke mit einer Wallet auf Satoshi bezahle oder ein Buch kaufe oder sowas. Ja, Ich bei denke, uns, bei uns gibt es gar in keinen. 5 Jahren wird das vorbei sein. Da gibt es auch keine Probleme mehr damit. Aber jetzt im Moment ist das natürlich spannend, klar. Bei uns, Andreas, gab es gar kein Fiat. Alles, was an der Konferenz war. Bei manchen Konferenzen ist natürlich dann noch ein zusätzlicher Anbieter, der Essen verkauft und so weiter. Da musst du dann mit Ja. Fiat zahlen oder so weiter, ja. Es Gab es gab ein paar früher. Gäste, die haben ihre Bücher für Euros verkauft oder für Schweizer Franken. Aber war die selten, war die absolute Ausnahme, ja. Ja, ich glaube, die speziellen, ich weiß, dass ich überlege gerade, wer hat, weil wir haben im Dezentralshop die Devise vorgenommen. Aber vielleicht waren ein paar Autoren dabei, die ihre eigenen Bücher mitgebracht Ja, haben. Gunter Schnabel zum Beispiel. Also Ja, ich meine, um Gottes Willen natürlich. ist jetzt auch kein Vorwurf oder sowas, aber ich habe ja Aber das war am gefragt, Sonntag. Das war am möchten Sie Sonntag, ja. Fiat oder, das war am Sonntag, ja, möchten Das Sie war am Fiat oder Sonntag, möchten Sie weil. Bitcoin? Und er hat seine Wallet nicht auf die Reihe bekommen und es hat erst geklappt, nachdem man sich eine Wallet auf Satoshi geladen hat. Aber gut, passiert alles, ne? Jeder hat irgendwann mal Anfangsschwierigkeiten. Aber die Idee war bei uns wirklich dieses Erlebnis von, wie leicht es ist, mit einer Karte alles zu kaufen, was man bei uns auf der Konferenz hat, Absolut. hier zu machen. Also die Idee ist, dass für nächstes Jahr, da bin ich mit Jimmy noch am Schauen, dass wir die Karten, die wir dann austeilen, auch in die Apple Wallet oder auch in die Android Wallet mit einbringen können. Und dann ist es noch schneller, die Leute hier anzuboarden, indem wir ihnen sagen, einfach die Karte hier drauf, hier das abscannen und schon ist die Wallet dann auf dem Handy mit drauf und kann dafür dann auch benutzt werden. Also auch da fördern wir diese Entwicklungsmöglichkeiten, die dann bestehen mit dem Lightning-Netzwerk und unserer Funktionalität für die Konferenz, um das auch wirklich zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert und dass die Leute dann auch begeistert sind, wenn sie am Sonntag dann zu einem freien Eintritt kommen, die noch keine Bitcoiner sind und wir sie mit der Thematik hier erreichen können, dass Bitcoin wirklich auch in der Handhabung als im Zahlungsverkehr möglich ist. Voll. Gerade dieses Beispiel, das habe ich nämlich jetzt nicht erwähnt, weil ja, mein kleiner Front gegen Sunny Decree, der basiert nämlich eigentlich auf einer Fragestellung von dem, ich weiß nicht, ob es Veranstalter oder nur Mitglied von 21 Freiburg war. Und er hat gesagt, wir sind durch die Innenstadt gelaufen und wir haben jeden einzelnen Händler, der irgendetwas verkauft, gefragt, ob er Bitcoin akzeptieren will. Und ich finde das so unglaublich engagiert. Ich habe mich nachher auch noch richtig gut mit ihm unterhalten. Und er war total begeistert. Er hat gesagt, kommt alle nach Freiburg, wir bitcoinisieren Freiburg und so weiter. Und dieses Feuer Das fand ist ich halt Daniel. wahnsinnig geil. Das ist der Daniel. Der hat mir Ja. bei der ersten Konferenz schon ein bisschen geholfen mit den Ja, immer wenn Speakern. ich Und 80 Leute gleichzeitig kennenlerne, da schaffe ich es mit Namen nicht mehr hinterherzukommen. er ist schon ganz begeistert von dem Thema. Ich weiß, dass er jetzt Voll. in dem Business sich ja jetzt ausleben möchte und wirklich komplett von seinem Fiat-Job dann wahrscheinlich auf einen Bitcoin-Job überschwappen möchte. Und ja, da drücke ich ihm voll die Daumen, dass er da wirklich hier durchkommt mit der Option, alle Personen, alle Kneipen und Restaurants hier von Bitcoin zu überzeugen. Es ist Ja. natürlich das Thema und er kann schnell dazu kommen, indem er natürlich denen sagt, hey, ihr habt viel weniger Kosten, überlegt euch mal 0,5% maximal mit einer Transaktion auf Bitcoin-Seite, anstatt die 2,5, 3%, wenn du mit Kreditkarten zu zahlen hast. Die Leute sehen die Möglichkeit, gerade speziell jetzt auch in Deutschland, wo wir eine höhere Inflationsrate haben, dass man da auch ein bisschen Geld sparen kann. Und die Möglichkeit müsste dann aber auch in die Richtung gehen, dass man im Restaurant,
im Shop, wo man was kaufen kann, die Leute auch schnell onboarden kann. Ja, wie kriegt man das hin? Vielleicht wäre das eine schöne Option, auch hier die Karten von Jimmy zu erwähnen. Die kann man schnell verteilen und wenn Sie was bei mir im Shop kaufen können, kaufen Sie es günstiger, indem Sie diese Karten verwenden und die aufladen können. Ja. Also wir verlinken auf jeden Fall in der Videobeschreibung zur Swiss Bitcoin Conference und von da aus könnt ihr euch alle nochmal einzeln sehen, weil es sind so oder so zu viele Namen und zu viele Firmen und alle Leute, die daran beteiligt sind. Ich kann hier nicht jeden nennen, auch wenn ich das noch so gern würde, aber da wären wir übermorgen noch beschäftigt. Deswegen, also auf zwei Punkte will ich noch zu sprechen kommen. Das eine ist, am Sonntagmorgen hast du eine Bootstour über den Bodensee organisiert. Natürlich habe ich auch gefragt, ob ich dort meinen Kaffee mit Bitcoin bezahlen kann, aber das hat sie erstmal nicht so verstanden. Das ist vermutlich in der nahen Zukunft noch nicht da, ne? Aber wie kamst du überhaupt zu der Idee mit der Bootstour? Oder ist das einfach nur wegen der geografischen Gegebenheit? Es war auf jeden Fall super spannend, hat super Spaß gemacht. Da habe ich wieder neben anderen Leuten gesessen, mich wieder über andere Themen unterhalten, während wir über den Bodensee getrunken haben. War großartig. Ich habe das ja schon letztes Jahr gemacht. Du kennst doch den Bootsunfall, bei dem man seinen Hardware verliert. Klar. Und wir nehmen alle Klischees auf. Wir haben Bitcoin to the Moon. Wir haben den Exzellent auf dem See und so weiter. Und das ist das, was einen Spaß macht. Aus der Gaudi heraus ergibt sich das. Und natürlich die Möglichkeit auf dem Boot mit Freunden, mit den Speakern, mit den ganzen Helfern, die dabei sind, uns ein bisschen zu entspannen, uns ein bisschen auch von der Arbeit ein bisschen und dem Networking, sage ich jetzt, bei einer kleinen Bootsfahrt besser kennenzulernen. Das ist nur der Spaß, den wir machen. Denn letztes Jahr haben wir ein Foto gemacht. Ich habe vergessen, dass wir dieses Jahr noch dieses Foto machen. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Aber ich war vielleicht schon ein bisschen durch und schon K.O. von den letzten drei Tagen davor. Es geht immer um diesen Schlaf. Du verlierst die Konzentration ein bisschen und bist dann nicht mehr so fit. Und das hat uns noch ein bisschen gefehlt, weil auch letztes Jahr hatten wir das. Und es sind fast wieder die gleichen Leute. Die Speaker vom letzten Jahr waren drauf, unsere Helfer bestehen zum größten Teil von meinem 21 Meetup, welches ich in Bottikofen habe. Und Konstanz, da waren auch viele Helfer dabei. Ja, natürlich. Konstanz haben wir einen. Ja, die haben übrigens auch einen gigantischen Job gemacht, alle Helfer. Also das kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen. Also ich bin zum Glück nur als Gast da gewesen. Ey, ich hätte mir nicht nehmen lassen wollen, da ich muss hier 3 Stunden Standdienst schieben und währenddessen kann ich nicht mich mit den ganzen Leuten unterhalten und ich kann nicht die Diskussionen beobachten. Also Hut ab, die haben aber alle einen herausragenden Job gemacht. Andreas, nächstes Jahr bist du auch mit dabei. Als Helfer? Muss mich mit Leuten unterhalten. Ich kann nicht einfach Getränke servieren. Du bist automatisch mit den Leuten im Gespräch. Ja, alle Helfer sind im Gespräch mit allen, die dabei sind. Ja? Natürlich. Es ist nicht so schlimm. Wir haben natürlich Positionen. Jeder muss eine Stunde dort stehen oder in diesem Bereich dabei sind. Das sind so Teams. Und die Vorträge, wenn Sie mal einen Vortrag verpasst haben, wir haben alles auf YouTube, da geht nichts verloren. Ja, deswegen denke ich mir, das Schöne ist, dass man auch zusammenarbeitet, ja, sich für Bitcoin hier einsetzt. Ich bin den Jungs und Mädels sehr, sehr dankbar, dass sie mich da unterstützen, weil sonst würden die Kosten explodieren. Das ist fast nicht zu bezahlen. Und wie du weißt, mache ich das alles alleine. Wenn du schon Kosten ansprichst, du kamst kostentechnisch noch immer ohne Sponsoring aus. Du hast auch die ganze Konferenz eingeweiht quasi mit den Worten schon. Überlegt euch das doch mal. Ja, habe ich Verluste gemacht? Ja, mag ja sein. Aber in Bitcoin? In Bitcoin doch nicht. Na? Oder magst du es nochmal kurz formulieren? Das kriege ich mit der Wortwahl nicht mehr hin. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ich habe dir die Kalkulation gemacht. Ich komme ja aus dem Banking. Ich bin Projektleiter gewesen bei einer Privatbank in Liechtenstein für sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn sich der Bitcoin-Preis in Zukunft so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, fange ich jetzt mal an, ein paar Satz zu sammeln. Einmal über die Tickets. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die meisten Tickets nicht über Bitcoin gelaufen sind, sondern die meisten Sachen über Kreditkarte.
und neuerdings noch ein bisschen über Twint. Das wurde mir noch nicht ganz klar, weil ich mache die Konferenz normalerweise ja schon für Bitcoiner, ja, in erster Linie. Die ersten 3 Tage sind ja ausschließlich sehr für Bitcoiner schon angedacht. Und, ja, aber ich verstehe den Gedanken. Ich verstehe den Gedanken. Du musst jede Menge Sachen bezahlen und so weiter, die du für Euros bezahlen musst. Da kannst du dann das automatisch so weiterleiten. Das war mein, wäre mein erster Gedanke. Aber ja, ein bisschen Fiat brauche ich, aber dann nehme ich lieber mein Fiat, was ich in die Firma reingepumpt habe, um das Ganze zu bezahlen. Ich wollte den Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie jetzt mit einem Code von einem Speaker plus in Bitcoin zahlen, sind sie schon bei 15% Rabatt. Wieso soll ich auf die 15% Rabatt verzichten, nur weil ich mit Satz zahle? Das muss ich vielleicht noch in den Köpfen ein bisschen ändern, dass sie einfach schnell den Bitcoin. Da haben wir das hier mit Kund getan. Für nächstes Jahr wissen alle Teilnehmer, mit Bitcoin bezahlen. Jawohl. Ja, jetzt müssen wir alle sparen. Ich denke schon, ich mache die Tickets extra in dem Preisbereich günstiger, dass sie auch diese Transaktion durchführen und noch ein bisschen üben. Wenn sie noch nicht so weit sind und noch nichts mit Bitcoin bezahlt haben, wir haben unseren eigenen BTC Pay Server, den wir auf unsere Seite eingebunden haben und hoffen, dass in Zukunft mehr und mehr Leute die Tickets über Bitcoin kaufen. Also es sollte sein, man spart ja damit Geld. Ich war echt überrascht, dass sie das nicht so stark in Anspruch genommen haben. Und wir haben natürlich Lightning. Wir nehmen noch Lightning-Zahlen wie auch On-Chain. Ja. Das heißt, wir haben alles auf dem Shop eingerichtet, dass das funktioniert. Und ich hoffe, in Zukunft werden sie alle in Bitcoin zahlen. Ich war aber schon sehr sehr froh, dass doch ein bisschen was reingekommen ist über unsere Lightning-Zahlungen am Abend. Ja, man konnte ja Essen und Getränke mal damit zahlen. Letztes Jahr war alles gratis. Ich bin schon davon ausgegangen, dass wir noch nicht so ready sind fürs Zahlungssystem und habe gesagt, nein, wenn mal das Handheld nicht funktioniert, dann gibt den Jungs das Bier aus. Das ist kein Problem gewesen. Doch diesmal haben wir das ganz gut durchgebracht und da bin ich gespannt auf die Zahlen. Ich habe die Zahlen noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass wir da auf jeden Fall mehr haben als letztes Jahr. Vielleicht. Auf deinem Plan steht schon drin, save the date, ne? 24. bis 27. April 2025 wird die nächste Konferenz sein. Hast du schon Erwartungshaltung oder was? Oder weißt du, in welche Richtung es gehen wird? Ich kann echt nur jedem empfehlen, kommt nächstes Jahr wieder nach Kreuzlingen. Es hat unfassbar viel Bock gemacht. Oh, vielen Dank, Andreas, für deine Hilfe hier. Ich habe mir noch das Programm noch gar nicht vorgestellt, aber ich weiß, dass wir die gleichen Personen wieder am Start haben werden. Rahim ist da, Nico wird kommen, der Markt wird da sein, also Sunny sowieso. Mit den Jungs, die ich hier am Start habe, mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass wir keine Konferenz auf die Beine kriegen können. Ja. Jawohl. Und die sind einfach top und ich bin wirklich froh, dass alle wieder mit am Start sein werden. Mal schauen, was wir am Programm noch ein bisschen anpassen können. Ich denke schon, dass es sehr, sehr viel war und wir hatten nur wenig Pausen. Vielleicht könnte ich noch ein bisschen mehr Pausen einkriegen, aber wenn sich wieder neue melden, die mit drauf kommt, dann werde ich Ihnen die Möglichkeit geben, wieder mit bei uns dabei zu sein. Dann ich muss ich das Programm einsetzen, ja. Ich muss sagen, ich fand das mit Pausen sogar relativ gut kalkuliert. Ne? Manche sind ja sowieso nicht bei den direkt hinterlaufenden, nacheinander verlaufenden Vorträgen. Meistens hast du 10, manchmal 20 Minuten Pause. Du hast nicht irgendwie das Essen getimed auf, naja, es ist gerade so in einer Dreiviertelstunde, sodass man sich irgendwie was reinschlingen und zur nächsten Konferenz muss. Also pausentechnisch, da kann ich nur sagen, ich war Hut ab. Also das hast du herausragend geplant. War das für dich okay? Also bestens. Ich muss jetzt natürlich zugeben, ich war nicht bei jedem Vortrag, bei jeder Panel-Diskussion. Ne? Manchmal habe ich auch einfach, ich war bei einem Beitrag, ne? Dann stehe ich draußen, quatsch mit anderen Leuten darüber und bin so gut im Gespräch, da gehe ich gerade nicht zum nächsten Vortrag, sondern unterhalte mich einfach draußen weiter. Ne? Deswegen, das kommt natürlich auch vor. Aber es gab schon Vorträge, bei denen wusste ich von vornherein direkt,
okay, die finden jetzt statt. Das Einzige, wo, aber das ist natürlich wieder ein bisschen meine Schuld, das Einzige, was halt doof war, ist, ich habe meinen eigenen Beitrag verpasst, weil der wurde vorgezogen und das war auch der allerletzte am Samstagabend um 23.20 Uhr. Ich bin schon auf die Aufzeichnung gespannt, weil nach mir kam wohl, also ich bin, habe nicht auf der Bühne gestanden, sondern dir ein Video im Vorrein präsentiert mit Memes und so weiter, was halt meine Hauptexpertise ist, sag ich mal. Und direkt im Anschluss kam der Komiker Joel Kai Lenz und ich habe den gar nicht getroffen. Aber du hast mir wohl gesagt, dass mein Video, meine Memes als guter Anheizer für die Comedy-Show waren. Und die meisten Leute haben auch gesagt, es wäre relativ gut gelaufen. Da bin ich schon auf die Aufzeichnung gespannt. Weil der Joel hat auch Memes genommen für seinen Comedy-Beitrag. Ja. Deswegen hat dein Film super reingepasst und er konnte gleich mit den Memes weitermachen. Das war so die Idee. Und als du mir gesagt hast, ja, könntest du noch den Film mit reinbauen? Ich so, ey, passt doch super rein. Weißt du noch, auf der Konferenz? Ja, klar. Haben. Und das mache ich ja gerne. Das binden wir gerne ein. Und somit warst du auch dann mit am Start auf der Konferenz. Doch das Problem war, dass wir vorher die Bitcoin-Auktion hatten, ja. Ja, und die war zu schnell rüber, das hast du gesagt, ja. Die war zu schnell rüber und da hatten wir keine Luft noch dazwischen. Ich habe gedacht, dass das statt der halben Stunde, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell vorbeigeht, ja. Wir hatten leider, ich glaube, fünf Produkte, die wir von den Künstlern und Ausstellern bei uns dabei hatten, die wir dort verkaufen wollten, aber da waren nicht große Bieter-Schlachten, wo man natürlich da den Preis ein bisschen hochzieht. Deswegen ging das sehr schnell durch und dann müssen wir leider im Programm weitermachen. Du warst, glaube ich, dann draußen. Ja, ich war draußen und habe allen Leuten erzählt, dass ich um 23.20 Uhr dran bin. Und dann kam ich um 23.20 Uhr und dann war alles vorbei. Naja, gut, passiert. Aber wir haben es ja auf Video. Das kommt sowieso wieder online und dann, wir wissen ja, dass du mit drauf warst, ja, deswegen denke ich mir, ist es kein Thema. Und wir haben ja auch das, du kannst ja das Video auch auf Twitter und so weiter aufstellen. Ja, habe ich schon gemacht. Hast du schon? Dann erreichen wir damit ja noch viel, viel mehr Leute als nur noch die auf der Konferenz sind. Also ich fand ganz unterhaltsam und ganz lustig von deiner Seite und das hat dann auch mit dem Vortrag von Joel ganz gut reingepasst. Für nächstes Jahr muss ich dich dann auch mit auf der Bühne haben für die Memes. Wird auch drüber reden. Hast du Lust, was zu machen in dem Bereich, ja? Andreas? Na klar, immer. Sicher. Überhaupt keine Frage. Ich wurde bisher noch nicht eingeladen. Also sicher, mache ich das. Ist mal die Frage, worum es gehen soll. Aber klar. Ja, du bist der Memes-Spezialist. Ich weiß nicht, wer mehr Memes macht als du. Du kennst alles, was memes-technisch hier auf dem Planeten hier erschaffen wird, glaube ich. Also das müssen wir schon. Ja, ich mache ja nicht nur Memes. Ich übersetze ja auch, ich mache ja auch Videos, ich schreibe ja auch selber. Also daran soll es nicht scheitern, sage ich mal. Nein, da werden wir bestimmt etwas finden. Na klar. Themenhopping. Aber eben hast du schon gesagt, du machst dir schon über die Kandidaten für nächstes Jahr keine Sorge, aber zusätzlich auch die Location ist ja unglaublich groß. Ne? Mit anderen Worten, es war schon voll, es war schon brechend voll, braucht man nichts anderes zu sagen, aber nichtsdestotrotz war auch immer noch genügend Platz, dass man noch mehr Leute hinkriegt, noch mehr Show bietet. Ne? Also von daher ist auch von der Location sind keine Grenzen gesetzt. Ne? Da kann man immer noch was zusätzlich machen. Ja, wir können bis zu. Du hast gesagt, auf was hast du gesagt? Auf 200 auf 400 sind's hochgeschossen von der ersten auf die zweiten, ne? Nein, wir haben ungefähr 250 gehabt bei der ersten, jetzt sind wir fast bei 500. Und fast verdoppelt, ne? Ja, und die Idee ist es, das gesehen, wir haben hinten noch eine Bar aufgestellt, wir haben hinten noch den Industriebereich gehabt. Mhm. Das ist vielleicht ein Achtel von der ganzen Halle, die noch zur Verfügung steht. Insgesamt könnten wir wahrscheinlich um die 800 Personen im großen Saal einbringen. Jetzt haben wir die 500 Stühle schon mal drin gehabt und am Samstag war das rappelvoll. Und für die Möglichkeit dann auch zu wachsen, ich überlege mir jetzt, wenn wir jetzt, ich kenne das von Matthias hat mir das erzählt aus Prag,
Die haben auch mit ein paar hundert Leuten angefangen und jetzt machen sie die größte Konferenz in Europa, in Prag. Ja. Soweit wird es bei uns hoffentlich, glaube ich, nicht werden. Ich will, meinst du das? Ja, das will ich gar nicht. Ich will hier in Kreuzlingen bleiben. Ich will nirgendwo anders die Konferenz machen. Wo ich mir was vorstellen kann, wäre, dass wir vielleicht Open-Air-mäßig was machen können. So ein Festival wie beim Seenachtsfest. Da habe ich ja Möglichkeiten, über den Verein was zu machen. Im August sind wir wieder da am Start mit einer großen Bühne und Tanzflächen und so weiter. Aber dann geht es um vielleicht ein paar tausend Personen, die noch Open-Air-mäßig mit Bitcoin hier angesprochen werden. Aber in der Halle selber, ich glaube, es besteht doch noch eine zweite Möglichkeit, wenn wir größer werden würden, dass wir unten auch die Sporthalle mit aufnehmen können. In der Sporthalle besteht auch die Möglichkeit, dass man dort natürlich eine Fernsehproduktion mit aufbaut. Es sind die Bänke da passen, glaube ich, auch schon mehrere tausend Leute mit rein. Ich habe noch nicht mir das genauer angeschaut, aber Platz ist wirklich noch ausreichend da. Deswegen denke ich mir, für bis zu vielleicht 3000 Personen können wir das noch in der Halle ausführen. Alles Weitere, das ist nicht ausgelegt, nicht für die Konferenz in Kreuzlingen. Mit anderen Worten, ich sehe die Zukunft also eher mal als absolut gesichert. Für 2025 sollte doch alles glatt gehen, oder? Falls wir wieder doppelt ansteigen, ist der Platz natürlich noch gegeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt... So sollte das sein. So stelle ich mir das vor. Bitcoin ja, ist Sascha. Dafür da, dass wir das weiterbringen und dass wir mehr und mehr Personen dafür überzeugen. Und die Idee ist, das einmal Jahr treffen wir uns bei mir auf der Konferenz. Personen, die sich sonst nur über Twitter kennen, austauschen, kommunizieren, sehen sich dann in Real Life auf der Konferenz bei mir. Oh ja. Sascha, ich habe alle meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, mehr oder weniger durch. Wie gesagt, an alle Zuschauer, guckt euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung die Swiss Bitcoin Conference an und auch, also besonders, wenn ihr gar nicht so tief im Thema Bitcoin hängt, aber nur daran interessiert seid, ist genau sowas eigentlich der optimale Platz für euch. Jeder ist dort scharf darauf, über alle möglichen Themen, die jeden interessieren können, mit jedem zu quatschen. Und deswegen war das für mich eine absolut gelungene Veranstaltung. Und damit würde ich dir gerne die letzten Worte überlassen, wenn du noch was darüber hinaus zu sagen hast. Sehr gerne, Andreas. Einmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei dir in der Sendung dabei sein darf. Mich hat es riesig gefreut. Ich weiß, dass du voll begeistert warst von der Konferenz und mich gebeten hast, hier noch am Montag nach der Konferenz, wo ich schon kaputt bin, schon vom ganzen Tag, mir noch die Zeit nehme. Und die habe ich mir sehr gerne wirklich genommen. Ja. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Super. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.